Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein Do-it-yourself für euch. Nachdem es die letzte Zeit mehr um Bücher ging, dachte ich, machen wir doch heute nochmal was Kreatives zusammen. Und zwar habe ich diesen schönen Buchstaben heute für euch und was wir alles dafür brauchen, zeige ich euch direkt. Für unser Do-it-yourself brauchen wir natürlich einen Pappbuchstaben. Ich habe den, glaube ich, bei Amazon bestellt. Dann brauchen wir eine Heißklebepistole, einen Pinsel, eine Schere, einen Schraubenzieher, ein bisschen Acrylfarbe, natürlich dürft ihr euch aussuchen, welche Farbe ihr dann nehmt, und ein paar Kunstblumen. Begonnen habe ich damit, dass ich mir ein bisschen von meiner rosa Acrylfarbe in einen Einwegbecher gemacht habe. Ich finde das immer ganz praktisch, weil man die danach einfach wegwerfen kann. Und dann habe ich damit begonnen, den Buchstaben mit der rosa Farbe einzupinseln. Wenn das Ganze dann getrocknet ist, würde ich euch empfehlen, noch eine zweite Schicht Farbe drauf zu machen, damit man wirklich gar nichts mehr von der Pappfarbe sieht. Welche Farbe ihr euch aussucht, ist natürlich euch überlassen. Ich habe in meinem Schlafzimmer alles so eine Mint- und einen Grauton und da fand ich, dass das Rosa ganz schön dazu passt. Wenn die zweite Schicht Farbe dann auch getrocknet ist, könnt ihr euren Buchstaben zur Hand nehmen, denn dann beginnen wir mit dem Dekorieren. Das ist für mich immer der spannendste Teil. Ich habe mir mit meinem Bleistift schon mal zwei Punkte auf meinem J gemacht. Da sind nämlich die Punkte, wo ich später die großen Blüten aufstecken möchte. Die sind unten ein bisschen dicker, deshalb bohre ich mir da mit einem Schraubenzieher ein Loch rein, damit ich die einfach mit diesem harten Plastikteil da reinstecken und verkleben kann. Wenn die Löcher fertig sind, stecken wir unsere großen Blüten erstmal rein und machen uns dann an die kleinen Blüten. Da habe ich zuerst mal alle Blüten von diesem Draht abgeschnitten und habe dann geschaut, wie viel ich auf meine Buchstaben kleben möchte. Habe dann die einzelnen Blüten so angeordnet, wie ich sie dann auch später aufkleben möchte, damit ich mir schon mal ein Bild machen kann, wie das später aussieht. Wenn noch kein Kleber an den Blüten ist, können wir nämlich immer noch alles schön hin und her schieben und das Muster so anordnen, wie es uns gefällt oder auch die Farben, wie sie uns gefallen. Ich habe dann irgendwie mal ein paar Minuten probiert und habe dann ein Muster gefunden, das mir so gefällt. Dann habe ich mir meine Klebepistole geschnappt, habe zuerst mal die beiden großen Blüten in die Löcher gesteckt, habe dann ein bisschen Kleber drunter gemacht, damit sie mir da auch nicht rausfallen. Und als die beiden an ihrem Platz waren, habe ich mir dann die kleinen Blüten gesteckt. Habe mir ja vorher schon ein kleines Bild gemacht. Ganz 100% so, wie ich sie vorher angeordnet hatte, habe ich es dann doch nicht aufgeklebt. Ich wollte immer, dass zwei von einer Farbe bei einer der anderen Farbe sitzen und umgekehrt und das eben im Wechsel. Wenn alles an seinem Platz ist und mit Kleber versehen ist, ist unser Buchstabe auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Videowünsche habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wer mich noch nicht abonniert hat, darf das gerne tun. Ihr findet mich auch bei Instagram und Facebook. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten schaut euch das letzte Video an und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.